schauen uns heute den Grenzwert der Funktion f von x gleich x durch 2 mal Betrag von x an. Und es soll x gegen 0 streben. Bei solchen Betragsfunktionen brauchen wir den sogenannten rechtsseitigen und linksseitigen Grenzwert. Und wenn diese Grenzwerte rechts und links übereinstimmen, dann kann man sagen, die Funktion besitzt einen Grenzwert. Gehen wir zu unserer Funktion über. Erstens der linksseitige Grenzwert. Wir betrachten das x kleiner 0 und dann gilt der Betrag von x ist gleich minus x. Hier Werte, die kleiner sind als 0. Daraus folgt, dass der Grenzwert von x durch 2x für x gegen 0 und x ist kleiner als 0, das muss man so schreiben. Dafür kann ich dann ansetzen, Limes von x durch 2 und jetzt die Betragsstriche weg, mal minus x. Ja, dann kann ich diese x-Werte kürzen und es bleibt nur noch stehen 1 durch minus 2 und der Grenzwert von einer solchen Konstanten ist minus 1/2. Also der linksseitige Grenzwert dieser Funktion ist minus 1/2. Betrachten wir noch den rechtsseitigen Grenzwert, dann würde das bedeuten, wir gehen von der rechten Seite heran, also x größer als 0 und für x größer als 0 gilt der Betrag gleich x. Dann haben wir wieder Limes von x durch 2 mal Betrag von x für x gegen 0 und x größer als 0. Dann kann ich den Betrag weglassen und habe x durch 2x für x gegen 0 und x größer als 0 und x kürzt sich und es bleibt stehen 1/2. Also, der linksseitige Grenzwert stimmt nicht mit dem rechtsseitigen überein. Das bedeutet schon, dass die Funktion an der Stelle oder dass die Funktion für x gegen 0 keinen Grenzwert hat. Nun sehen wir uns das auch hier noch mal grafisch an. Die Funktion schaut so aus. Für x größer 0 haben wir 1/2. Das heißt also, die Stelle gehört hier nicht dazu. Und wir haben dann diese Parallele. Und für x kleiner 0, wieder die Stelle nicht, und wir hätten diese Parallele. So könnte man den Graphen zeichnen. Okay, bisher ja, ne?